So, kurz die letzten Parts geordnet und auf zu. Letztes Mal wollte ich zu Le Crochet, aber ja, doch komm, vielleicht kriegen wir dann die Mitte. Oder wir gehen zu Dennis. Ich weiß nicht, ihr könnt ja entscheiden. Nein, könnt ihr nicht. Wird zu lange dauern. Ich will zocken. Beziehungsweise ich will aufnehmen. Kann ich nämlich erstmal wieder ein paar Tage GTA zocken. Und hier, gestern schon wieder Abonnenten verloren, ne? Es wird so nichts mit dem Schwanzvergleich mit, beziehungsweise Abo-Vergleich mit German Let's Play. Ne? Ich will den jetzt in der Woche noch einholen. Okay. Aber ich dachte mal, wenn man Videos macht, dann kriegt man mehr Abonnenten. Ich bekomme weniger. Irgendwie in der ganzen Zeit, wo ich die Videos hier hochlade und so, habe ich nur einen Abonnenten bekommen und das war Alex aus Neo7, weil wir testen mussten, ob meine E-Mails richtig funktionieren. Ich habe das nämlich auch so eingestellt, dass ich, dass die Nachrichten sortiert werden mit Thunderbird. Dazu guckt euch einfach mal GLPs Video an, wo er sein E-Mail-Programm zeigt und da die Videoantworten. Da war einer so nett und hat das mit Thunderbird erklärt. Um GLPs Video zu finden, einfach bei der Suche bei den Videos eingeben, Nachrichten. Ja, und dann findet ihr das. Ich hab gehört, Sauer verfüttert keine Ende mehr an seine Dobermänner. Ja, neuerdings ist er selbst das Futter. Sie sind ein harter Mann, Devlin. Das sind harte Zeiten. Ja, das stimmt. Vor allem für diejenigen von uns, die keine Heimat haben. Wie meine Männer in Nordafrika. Die französische Armee kämpft jetzt für die Deutschen. Nicht ganz. Einige weigern sich zu kapitulieren. Während wir reden, kämpfen die freien Franzosen in der Wüste. Aber sie halten nicht mehr lange durch. Was hat das mit mir zu tun? Ein libyscher Botschafter ist in Paris, um mit der deutschen Armee zu verhandeln. Wenn er Erfolg hat, sind meine Männer in Afrika verloren. Soll ich ihn aus dem Verkehr ziehen? Nichts ist schlechter für die diplomatischen Beziehungen als die Ermordung eines Botschafters, oder? Ich kümmere mich um ihn. Der Botschafter trifft sich in der Nähe des Place de Vosges mit dem deutschen Vertreter. Am Boden sind die Sicherheitsvorkehrungen beträchtlich, aber auf den Dächern dürfte sie niemand stören. Klingt, als bräuchte ich eine Fernwaffe. Ist bereits alles arrangiert. Einer meiner Männer erwartet sie in einer verlassenen Chemiefabrik in der Nähe des Ziels. Er hat ein kleines Geschenk für sie. Ich kann's kaum erwarten, es auszupacken. Danke. Er will mir den richtigen Hasen zeigen. Nein, aber ich habe doch schon eine Fernwaffe. Mein Terror-Scharfschützengewehr. Gar nicht gecheatet? Na okay, gecheatet war es ja nicht. Schummeln war es auch nicht. Ich habe nur die mir gegebenen Möglichkeiten ausgenutzt. So sagen übrigens alle Cheater. Sag ich jetzt einfach mal. Okay, zum Place de Vosges. Ein paar Pömpel umfahren. Kreisverkehr war kacke. Okay, ich gebe dem Typen recht, der gesagt hat, ich habe nicht so gute Fahrskills. Ab und zu stimmt das. Ab und zu stimmt das. Eigentlich wollte ich gerade nur die Bank umnieten. Ihr habt die Wege hier aber auch gut versteckt. Übrigens schickt mal bitte die Videos weiter, wenn euch die gefallen. Von mir aus auch nur einzelne Parts, wenn die gut waren. Oder da irgendwas Lustiges passiert. Weil, ja, ich fände es echt gut, wenn die hier rumgegeben werden. Ich habe jetzt so lange darauf gewartet, endlich aufnehmen zu können. Und steig aus. Ich habe schon wieder F gedrückt, ne? Scheiß GTA. Nein, ich kann GTA nur empfehlen. Hallo. Der Haken meint, sie hätten was für mich. Es ist da drüben. Hab ich selbst entworfen. Tödlich wie ein Skorpion. Und sein Stachel knipst einem Mann aus 500 Metern Entfernung das Licht aus. Klingt nach meiner Ex-Freundin. Der Botschafter ist ziemlich paranoid. Angeblich hat er ein Double. Was? Ein Doppelgänger? Ui. Vielleicht auch mehrere. Aber der echte Botschafter trägt eine rote Armbinde. Geschenk des Kanzlers. Okay, ich könnte sie ja alle umlegen. Sicher ist sicher. Kleiner Cut, nein, ich mache jetzt keinen Cut, ich nehme mir einfach das Telefon, lädt das unter die, oder so aufs Bett, dann ist der Lautsprecher nämlich auf das Bett gerichtet und doch ein Cut. Bah, hatte irgendwas im Hals. Okay,
Hat er selbst entworfen, Karabiner mit Zielfernrohr. Hm. Entwirft er Waffen für die Deutschen oder? Oder sieht das hier anders aus? Gucken wir uns mal kurz an. Nö, ist das gleiche, dann du sagst, du entwirfst auch Waffen für die Deutschen. Ich will das Ding nicht haben. Geh weg. So, jetzt wieder ab in den Wagen. In unsere dezente Sportkarre. Später gibt es noch viel dezentere. Werdet ihr auch sehen, wenn ich die Autos sammle. Wenn ich mal irgendwann dazu komme. Dazu werde ich mir aber auch ein Video auf den anderen Bildschirm ziehen, damit ich halt weiß, wo ich die suchen muss. Weil manche Autos, die... Also man kann sich natürlich alle Autos beschaffen, indem man richtig Party macht auf der Straße. Und dann kommt die Polizei mit ihren Panzern und alles, aber das ist zu krass, dabei sterbe ich nur. Hier, diese Panzer könnte ich mir nicht nehmen, keine Ahnung warum. Ist nur ein Ausstellungsstück, wie es aussieht. Nein, aber es stehen auch die Autos einfach so rum an bestimmten Plätzen und die werde ich mir dann einfach nehmen. Erreiche den Aussichtspunkt. Ach, auch zu schleichen. Egal. Okay, da ist der Aussichtspunkt. Kommen wir da hoch? Ja, würden wir. Ich könnte natürlich auch da hoch und dann da so rüber gleiten. Aber wir machen das mal jetzt auf die schnelle Art. Ich sagte auf die schnelle Art, du Sack. Aha. So. Mit Shift klettert er nicht schneller. Voll unlogisch, das Spiel GTA ist besser. Vorhin habe ich zum Beispiel einen Kommentar gelesen, GTA und Assassin's Creed gleich Saboteur. Kann ich nur zustimmen. Was zum Teufel soll diese Scheiße? Der Bastard muss einen Doppelgänger haben. Nein, oder hat er doch gerade gesagt. Da unten ist eine verdammte Versammlung. Ja, aber das ist der da in der Mitte, der hat doch eine rote Armbinde. Haben wir doch gehört. Ah gut, die werden mir jetzt sogar alle markiert. Mal, dann stelle ich mich jetzt hier hin. Ziele, guck mir die Leute an. Keine rote Armbinde, eine rote Armbinde. Keine rote Armbinde, keine rote Armbinde. Also, boom, fail. Gib doch! Scheiß Terror, scheiß Schützenjäger, Alter. Gott, richtig verkackt. Schnell zum Auto. Pass auf, jetzt falle ich hier gleich wieder runter. Fick dich! Auto, Auto, Auto. Komm her, du Sack! Gib doch Gas. Ich verstecke mich jetzt hier hinter dem Auto. Bleib stehen! Und jetzt einfach Gas geben. Ab, ab, ab. Ich noch. Ha! Idiot. Mal ganz ehrlich, wenn schon einer verfolgt wird, warum rennt man dann über eine Straße? Bleibt man doch einfach stehen. So, und da werden meine Vergünstigungen angezeigt, die ich mir vorhin geholt habe. Und jetzt gehen wir zu Vater Denis. Oh. Cola. Ab in die Kirche, wo unser Lieblings... Deutscher war. Dann, wenn ich vor ihm stehe, werde ich einen Cut machen und die Parts kurz sortieren bzw. in einen neuen Ordner ziehen. Und dann muss ich die dann mal irgendwann rendern und hochladen. Aber ich glaube, da. Jetzt klingt zum Beispiel das Telefon. Ist auch schon mal viel angenehmer, ne? Problem ist, wenn meine Mutter mich jetzt anruft, dann höre ich das auch nicht so gut. Ja, scheiß drauf. Ich sag viel zu viel N, fällt mir mal gerade so auf. Hinten das Auto ist voll mit Blut. Wer muss das wieder waschen? Stimmt, die Frauen. Ja.
Warum sollte ich da lang fahren? Der Weg hier ist doch viel schöner. Jetzt einparken. Schon wieder auf F aussteigen. Aha. Ja, und du kannst auch nicht fahren. Der fährt fast so wie ich in GTA. Nur er fährt halt viel, viel, viel langsamer. Ich finde das ja so lustig auf diesen Highways. Taxifahrer sind voll die Assis. Fährst du mit deinem Motorrad oder so übel schnell lang und die biegen einfach ab ohne Blinker. So, bis zum nächsten Part.